Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier dreht sich alles um Aquaristik und mein Name ist Anna. Heute geht es um ein kleines Unboxing-Video. Ich habe nämlich ein Paket von Interaquaristik bekommen mit lebenden Tieren und Lebendfutter. Und warum ich das mit euch zusammen auspacken möchte, also quasi live, ist, das ist meine erste Lieferung von Interaquaristik. Und da drin sind Lebendfuttertiere, die ich weiter züchten möchte. Und so möchte ich einfach, dass ihr von vornherein dabei seid. Und während ich jetzt ein Messer suche, um das Ganze aufzumachen, schaut ihr euch mein Intro an. Bis gleich! Messer gefunden, geht's los! Und es ist ein Heatpack dabei. Weiter eine Rechnung. Ja, weiter Papier. So, jetzt kommt der Punkt, an dem ich euch das so zeigen muss. So. Und zwar haben wir eine Menge Lebendfutterbeutel und noch mehr Beutel. Und ganz ehrlich, ist dieses Paket verdammt lange unterwegs gewesen, wahrscheinlich aufgrund von Corona. Und ich hatte wirklich Angst, dass die Tiere nicht überleben. Aber ich sehe schon in diesem Päckchen, dass zumindest die Tiere, auf die es mir wirklich ankam, die Moinas, noch am Leben und zappeln sind. Die werde ich jetzt in das vorbereitete Becken geben, das ich vor 3 Tagen aufgesetzt habe mit frischem Leitungswasser, damit das Wasser abstehen kann. Ich habe hier aus dem Wasserflohzug gelernt, abgestandenes Leitungswasser. Damit sich die Temperatur angleichen kann, werde ich den Beutel einfach so reingeben und relativ zeitnah die Tiere da auch entlassen, denn ich muss gleich zur Arbeit. Die Moinas kommen jetzt zur Temperaturanpassung in mein vorbereitetes Becken. Nicht wundern, dieses Becken ist bereits besetzt mit Schnecken und ist bereits ein bisschen veraltet. Ich habe nämlich gelesen, dass es ziemlich wichtig und vorteilhaft für Moinas ist, wenn die Wände der Gefäße, in denen sie gezüchtet werden sollen, schon mit Algen bewachsen sind. Weiter im Paket habe ich für Zug Glanzwürmer bestellt. Die gibt es bei uns im örtlichen Handel. Im örtlichen Handel irgendwie ganz, ganz selten. Und ich möchte eigentlich so. Nein, das ist Tubifex. Habe ich auch Tubifex bestellt? Vielleicht habe ich 2, 3 Tubifex auch bestellt, damit meine Fische sofort was zu beißen haben. 3 Tubifex. 4 Tubifex. Enchitreen, okay, habe ich bestellt. Weiße Mückenlarven habe ich auch bestellt. Wo sind meine Glanzwürmer? Immer noch weiße Mückenlarven. Und Enchitreen, ja, die habe ich alle bestellt. Okay, Moment, Moment. California Blackworms. Das sind die Würmer. Und? Cool, sie leben. Alles klar. Das heißt, meine Zucht kann weitergehen. An Lebendfutter war das alles, was in der Box drin war. Jetzt habe ich hier noch 2. Okay, also das ist mal eine Schnecke. Das sind 3. Ah, seht ihr nicht. Okay, das sind mal meine Schnecken. Ich finde es lustig, dass sie in das Tupperdöschen kommen und nicht im Wasser. Aber gut. Sie scheinen zu leben, jedenfalls haften sie noch gut an den Scheiben oder an den Wänden des Gefäßes. Dann noch ein Beutel mit Wasser. So, und in diesem Beutel, schön verpackt, dass auf jeden Fall nichts auslaufen kann, das finde ich also wirklich gut, muss ich sagen, sind meine Amano-Garnelen für das große Aquarium. Ich muss sagen,
Trotz der etwas längeren Laufzeit des Paketes und meines Bangens, wann kommt es denn an, es bewegt sich nicht, sind die Tiere wohlbehalten bei mir angekommen. Es scheint tatsächlich alles zu leben. Insofern kann ich die jetzt schnell unterbringen. Und wie es mit den Tieren weitergeht, erfahrt ihr gleich. Normalerweise soll man ja bei Tieren, die man bekommt, ja erstmal eine Temperaturangleichung machen, damit sie nicht so einen großen Temperaturschock bekommen, wenn sie dann ins warme Aquarienwasser hineingelassen werden. Allerdings frage ich mich gerade, wie ich das bei diesen Döschen machen soll. Da ist ja kein Wasser. Ich glaube, das Beste wird sein, ich lasse sie einfach ein bisschen auf dem Tisch stehen, kümmere mich erstmal um die anderen Tiere und währenddessen werden die Schnecken schon von der Raumtemperatur einfach warm. Und dann werde ich sie in mein großes Aquarium einsetzen. Und die nächste Frage, was ist das denn? Ah, amerikanische Dauerinfusorien sind das. Okay. Als ich das Paket bekommen habe, war 12 Uhr. Ich musste um 14 Uhr zur Arbeit, deswegen musste wirklich alles schnell gehen. Und danach... Nach meiner Arbeit bin ich gegen 22 Uhr nach Hause gekommen und habe die Tiere noch untergebracht. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe die Glanzwürmer auf mehrere verschiedene Boxen aufgeteilt. Eine Box seht ihr hier. In dieser Box ist keine Filterung. Es wird jeden Tag ein Wasserwechsel gemacht. Ich glaube, diese Box fasst 2-3 Liter, mehr nicht. Den Würmchen geht es in dieser Box momentan noch sehr gut. Ich habe die Würmchen mit Spirulina gefüttert, mit ein paar Fischflocken habe ich reingeschmissen. Ein Brennnesseltee habe ich gekocht, um die Blätter eben weich zu bekommen, dass sie anfangen schneller zu gammeln. Die habe ich da reingeschmissen, den Sud nicht, aber die Blätter. In diesem kleinen Gefäß wechsle ich das Wasser auch jeden Tag. Das ist auch eigentlich kein Dauerzustand, wenn man 20 Millionen Gefäße hat und jeden Tag in jedem Gefäß Wasser wechseln muss. Also habe ich im Keller noch 2 weitere Boxen aufgestellt. Die habe ich ungefähr 2 Wochen, bevor ich die Bestellung getätigt habe, hingestellt, mit Hamburger Mattenfiltern versehen. Dabei hat sich herausgestellt, dass meine alte Pumpe den Geist aufgegeben hat, meine Luftpumpe. Und meine alte Druckdose war ebenfalls undicht. Die Euroboxen fassen ungefähr 12 bis 13 Liter. Darüber habe ich weitere Boxen hingestellt, sie mit einem Loch versehen. Das sind meine Wasserwechselboxen. Und wie ich mir gedacht habe, dass ich da mal einen Wasserwechsel mache, das werde ich in einem gesonderten Video speziell zu den Glanzwürmern zeigen. Auf jeden Fall könnt ihr hier sehen, im einen ist ein Hamburger Mattenfilter, betrieben eben durch einen Luftheber. In einem anderen Becken habe ich eine ganz normale kleine Aquarienpumpe genommen, in blaue Filtermatte eingepackt, mit Kabelbindern zugeschnürt und werde sie als Filter nutzen. Auf dem Boden dieser Gefäße liegen kleine Stücke von blauer Japanmatte, in der Hoffnung, dass sich die Würmchen dort ansiedeln und dort festhalten können. In dem rechten Becken übrigens herrscht eine Temperatur von 15 Grad, das ist die Temperatur, die das Wasser hat, wenn es im Keller steht. Im anderen Becken habe ich mir gedacht, 15 Grad ist vielleicht für die Vermehrung zu wenig und habe einen kleinen Heizer reingepackt und dort habe ich 20 Grad eingestellt. Die Boxen habe ich extra in Styropor eingepackt, damit sie mir eben A, nicht zu schnell auskühlen, wenn das mal doch kälter werden sollte und B, damit ich nicht unnötig viel Energie in sowas reinpumpen muss. Dann habe ich noch amerikanische Dauerinfusorien bekommen. Die sind hier in diesem Glas. Ich habe da Wasser aufgefüllt, denn als ich sie gefüttert habe, habe ich dann doch einen Tropfen zu viel Kondensmilch reingetan und es blieb mir noch übrig, das Ganze mit Wasser zu strecken. Diese Kultur, muss ich sagen, hat in ihrer Dichte massiv abgenommen, aber es sind noch immer Lebewesen drin vorhanden und ich hoffe mal, dass sich das über die Zeit wieder stabilisiert und dass die Tierchen wieder anfangen zu wachsen. Ich habe nämlich vor, einige Fischarten nachzuzüchten. Welche es werden, kann ich euch noch nicht so genau verraten. Aber ich habe mir gedacht, es wäre besser, wenn man Herr über Futterkulturen geworden ist, bevor man kleine Fischlarven hat und nicht weiß, wie man sie füttern soll, weil einfach die Kulturen nicht laufen wollen. Ich habe versucht, diese Infusorien mit meiner Kamera Makro zu filmen, aber sie sind tatsächlich so klein, dass man sie überhaupt nicht scharf bekommt. Hier seht ihr an einer Grenzfläche von einem Spinatblatt, was schon in der Kultur drin war, wie sich da so 2-3 kleine Tierchen tummeln und bewegen.
Schärfer kriege ich es leider mit meinem Fotoequipment nicht hin. Dazu bräuchte ich ein Mikroskop und das habe ich momentan noch nicht. Als weiteres Lebensfutter kamen ja noch endlich Entchen an. Ich habe sie in eine Styroporbox gepackt, wo ich vorher Löcher reingebohrt habe. Ich habe die Löcher mit einem Stückchen Schwamm und einer alten Gardine zugestopft, damit mir eben keine Milben, keine komischen Tiere reinkommen. Vor allem aber auch keine Fliegen, die ihre Eier da in meine Kultur reinlegen. An der Seite habe ich Löcher reingebohrt und oben im Deckel. Das Substrat, was ich verwende, ist Kokossubstrat von Trixie und ungedüngte Aufzuchterde. Das Ganze habe ich miteinander ungefähr 1:1 vermengt. Dann habe ich das Ganze befeuchtet und für ungefähr 20 Minuten in der Mikrowelle gedämpft. Und so habe ich die Hoffnung, dass es relativ keimarm ist. Die Schnecken habe ich ins große Aquarium reingegeben. Die Amano-Garnelen schwimmen ebenfalls vergnügt im großen Aquarium. Die weißen Mückenlarven sind im Kühlschrank. Die werden verfüttert. Die Tubifexe sind ebenfalls im Kühlschrank. Die werden verfüttert. Die halten sich übrigens ziemlich lange im Kühlschrank. Also 2 Wochen für Tubifex ist ja gar nichts. Und als letzte Tiere, über die ich berichten möchte, sind ja die Moiners. Ja, die Moiners sind in einer ziemlich großen Zahl angekommen und sie zappelten alle und ich habe mich gefreut. Allerdings muss ich sagen, nachdem ich sie ins das vorbereitete Becken entlassen habe, das habt ihr ja noch gesehen, ist die Zahl ziemlich zurückgegangen. Jetzt nicht von einer Stunde auf die nächste, aber im Laufe der Tage ist die Zahl tatsächlich zurückgegangen. Heute ist Tag 5, nachdem die Moiners gekommen sind und ich sehe es aber in dem Becken schon wieder zappeln. Das heißt, ich habe Hoffnung, dass diese Kultur sich einfach erholt und wieder zu ihrer Ursprungsdichte oder noch dichter heranwächst. Übrigens habe ich mit den Glanzwürmern noch einen Versuch gestartet. Und zwar gibt es Berichte im Netz, dass es eine Koexistenz Glanzwürmer und Wasserflöhe gibt. Und ich habe ja eine gut laufende Wasserflohzucht und ich habe ein paar von diesen Glanzwürmern zu den Wasserflöhen reingegeben. Die Würmer leben also in dem Gefäß auf dem Boden. Auf dem Boden ist eine Schicht aus Detritus, aus Algen, aus Häutungsresten von den Wasserflöhen. Ich denke, die Würmer werden sich da wohlfühlen. Zufüttern werde ich nur ganz, ganz, ganz minimal, denn ich möchte ja nicht, dass die Wasserqualität für die Wasserflöhe schlechter wird. Im Moment muss ich sagen, bin ich zumindest relativ zufrieden. Klar hat in den 5 Tagen in keinem meiner Gefäße eine nennenswerte Vermehrung stattgefunden. Wenn das soweit ist, mache ich ein nächstes Video und zeige euch die Kulturen vielleicht nach 1 oder 2 Monaten, wenn sie sich stabilisiert haben und tatsächlich angefangen haben zu vermehren. Ich hoffe, das Video hat euch bisher gut unterhalten und gefallen und wenn es so ist, ihr wisst, Daumen nach oben. Und ich würde mich auch über ein Abo von euch freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.